Aus aktuellem Anlass möchte ich auch noch einmal mein Erschrecken über die schrecklichen Nachrichten aus Orlando hier deutlich machen. Unser Herz ist schwer. Ich denke, ich sage das auch im Namen aller, die aus Deutschland hier zu Gast sind, dass der Hass und die Bösartigkeit eines einzelnen Menschen über 50 Menschen das Leben gekostet hat. Und wir sind fest entschlossen, auch wenn solche mörderischen Anschläge uns in tiefe Trauer versetzen, doch unser offenes, tolerantes Leben fortzusetzen. Und ich werde dem amerikanischen Präsidenten natürlich im Namen der Menschen in Deutschland unser Beileid und unsere Anteilnahme übersenden. Und wir denken an die Angehörigen, an die vielen Verwundeten und auch an die vielen Hilfsbereiten in diesen Stunden, die durch Blutspenden und andere Hilfe an der Seite der Verletzten stehen.